Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense Battles. Im letzten Video haben wir ja eine Taktik rausgefunden, beziehungsweise mir wurde eine Taktik in die Kommentare geschrieben, die auf dem Niveau, wo ich gerade bin, ziemlich overpowered ist und mit der man quasi jede Runde gewinnt. Die Taktik will ich aber heute mal absichtlich nicht anwenden, sondern ich will heute mal so spielen, dass wir in jeder Runde den Zom beschwören. Denn in Bloons Tower Defense Battles hast du quasi einen Multiplayer gegen andere Spieler. Das heißt, du beschwörst Ballons, die die Gegner angreifen. Und ich will einfach mal nicht auf den Kill gehen, wenn ich die Chance habe, sondern warten. Und denn bei dieser Challenge heute, ich darf Gegner nur mit den Zom besiegen. Gut, wenn die vorher kaputt gehen, ist das halt nicht meine Schuld. Aber bewusst darf ich Gegner nur mit den Zom killen. Außerdem können wir noch ein paar Einheiten verbessern. Und zwar den Dart Monkey können wir auf Stufe 4 bringen. Mein erster Affe auf Stufe 4. Der kann jetzt Juggernaut und der kann Super Monkey Fanclub. Nagelfabrik spiele ich auch, hat jetzt Stufe 3. Datengun kann ich verbessern. Der da schon die Laserkanone und die Raketen, die er verschießen kann. Ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, sollte ich mal ausprobieren. Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Und Monkey Engineer auf Stufe 3. Was kann er? Er auf Stufe 3 kann... Ah, der kann diesen Schaum auf den Boden sprühen. Warum gibt mir zufällig... Oh, ich habe keinen zufälligen Affen gekriegt. Er skippt. Muss ich nochmal alles neu auswählen jetzt? Oh nein, ich habe 1000 Jahre gebraucht, um es rauszuwählen. So, dich, dich. Let's go! Okay, Late Game. Also mein Gegner hat dasselbe vor wie ich. Einfach überleben. Das heißt, wir schicken uns jetzt nicht kaputt. Ich will den Wurfballaffen nämlich immer so platzieren, dass sein Angriff möglichst immer zwei Ballons auf einmal trifft. Denn wenn ich jetzt auf dreifach skille, dann kann der ja relativ entspannt alles killen, was da oben ist. Wir schicken trotzdem natürlich ein paar Ballons, um unser Einkommen zu erhöhen. So. Weil wenn du das nicht machst... Wobei... Der gammelt da ein bisschen, ne? Vielleicht könnten wir ihn überrennen, ich mach's aber nicht. So, wir müssen dafür Level 24 erreichen. Auf Level 24 kommt der letzte, den du losschicken kannst. Und so lange müssen wir leben. Wir schicken mal ein paar hiervon los. Ich will dich nicht mehr rennen, Dude. Alles gut. Alles gut. Wenn du ein paar Leben verlierst, macht es nichts. Ja, seht ihr, das packt er. Wenn ich übrigens Ballons losschicke, erhöht sich mein Einkommen. Du kriegst in diesem Spiel kein Geld für geplatzte Ballons. Du kriegst während der Runde mehrmals Einkommen. So, Runde 5 ist uns gut, weil das kann man spammen. Ich hoffe, der kriegt alles kaputt. Ich meine, wenn er jetzt kaputt geht, ist es ja seine eigene Schuld, aber ich will natürlich schon nicht, dass er jetzt kaputt geht. Deswegen hat er unsere Kontrolle. Okay, wir schicken nochmal hier jetzt ein paar los. So. Da hat er unsere Kontrolle bestimmt. Okay, wir warten jetzt nicht unter Kontrolle. Wir warten. So, jetzt schicken wir wieder welche los. Also ich hätte mit den Grünen jetzt schon safe überrennen können einmal. Ich habe hier oben noch die Fähigkeit, wo ich Ballons beschleunige. Aber haben wir nicht gemacht. Der hier guckt die Position vom Wurfelaffen. Ultra stark der Angriff. Fetzt immer mehrere auf einmal weg. Ist richtig, richtig gut. Okay, dann jetzt machen wir noch hier den... Pionier. Wir machen von mir das mal hier hin. Das, was jetzt kommt, kann ich ja eh easy abwehren. Deswegen spammen wir mal raus, bis wir so bei 500 Einkommen sind. Zack, jetzt haben wir diesen Schaum, den wir auf den Boden sprühen. Machen wir da einmal und machen gleich rechts noch einmal. Normal ist die Taktik, nämlich jetzt diese Regenbogenballons zu schicken, weil damit kannst du den Gegner sehr, sehr gut überrennen. Den könnten wir auch überrennen damit. Das machen wir aber nicht. Wir warten jetzt. Wie gesagt, ich will den Gegner erst ganz zum Ende kaputt machen. Na gut, dann machen wir jetzt kurz die Stufe 4. Zack, Juggernaut, unsere erste Stufe 4 Einheit. Let's go. Wir schicken, ich schicke weiter noch was los, da. Die laden sich schon auf. Überrennen ihn auch nicht, ne? Nein, perfekt. Er boostet die Ballons, ich booste hier meine Tower. So. Nein. Er hat die Taktik gemacht, die ich machen wollte, hat mich damit besiegt, ja. Verdammt! Was kann ich denn dagegen machen? Das ist jetzt mal realistisch gesehen. Wie kann ich das stoppen, diesen Überpush? Er macht einen... Dude, ich hätte dich 5 Jahre vorher kaputt machen können. Ich hab's absichtlich nicht gemacht. Haut ab. Der kann da sehr schön wahrscheinlich vieles auf einmal treffen. Wichtig ist, dass ich nicht auf den Kill gehe. Das ist so wichtig. Und das noch wichtiger ist, dass ich mich nicht aufrege, wenn ich nicht auf den Kill gehe und ich muss cool bleiben. Das ist wichtig. Okay, falls ihr übrigens neu seid, habe ich noch gar nicht erwähnt, könnt ihr auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und falls ihr übrigens auch Spielvorschläge habt, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Lese ich mir alles durch. Ich spiele nicht zwangsweise alles, aber lese ich mir alles durch. Mein Gegner hat jetzt schon Probleme. Muss ich jetzt schon langsamer gehen, um ihn nicht zu überrennen? Nein, das schafft er noch, das schafft er noch. Also können wir jetzt jeden Typ damit killen. Ist die Frage, gehe ich jetzt auf Laser oder... Ich glaube, der Laser ist relativ stark gegen... Zumindest im Bloons Tower Defense 6 ist es so, dass der Laser stark gegen dieses ganze Kleinvieh ist. Das heißt, das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht, um nicht überrannt zu werden. Weil das ist ja anscheinend so die Standardtaktik für alle Spieler, um irgendwas zu schaffen im Spiel. Aber wenn ich unten in die Leiste gehe, dann verschiebt sich die Maus nicht. Oder wenn ich rechts in den Bildschirm gehe. Ah, seht ihr? Ich bin rechts beim Gegner und da passiert nichts. Ah, das ist gut. 1500 haben wir schon.
Come on. Er schickt ja ein bisschen was. Oh, ich krieg eine ganze Menge. Ich wollte gerade Slow Motion machen, geht aber gar nicht. Ja. Wir müssen kurz ein bisschen die Magier rausholen. So. Okay, wir steuern jetzt immer zurück. Hat natürlich Geld gekostet, aber Safety, Leute. Safety. Keramik, okay. Ah, der Laser ist so teuer. 6000. Ich könnte ihn halt schon lange killen. Also, wobei weiß ich gar nicht, ob ich ihn lange killen könnte. Aber es ist alles so teuer. Welches Level hast du? Wir sind Level 17. Wir müssen also noch die ganze Zeit überleben. Kaputt, er geht kaputt. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Schick alles weg, schick alles weg. Laser. Ja, 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 ja. Laser, 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 Laser. Oh mein Gott, der Laser. Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben den Laser. Ist der Laser krass genug dafür? Ja, ja. Okay, Moabs sind kein Problem. Die fetzen wir einfach weg. Sehr, sehr gut. Und den spielen wir dann in die andere Richtung. Nach rechts. Rechts ist dann ja stark gegen Runde 20 erstmal. Ist das schwer, nach Runde 24 zu kommen? Gut, kostet auch 6000. Nein, Gegner, verlier nicht, verlier nicht! Gegner, halt dich, halt dich, halt dich, halt dich! Ja, streng dich bitte an. Ich schick nichts. Entspann dich einfach. Ich schick nichts los, du musst nur überleben. Du musst noch 3 Runden überleben. Und die Ballons kommen gefährlich weit bei dir. Okay, bei Fallschirmschütze ist schon echt eine gute Sache. Definitiv. Und wenn ich jetzt hier gleich da so verbessere, zack. Nochmal besser. Ich glaube nämlich, die Raketen sind stark gegen Moabs und so weiter. Okay, er hat's geschafft. Runde 22. 2 Runden noch. Aber ich kann schon Zom losschicken. Es gibt hier was Höheres als Zom. Okay, hoffen wir, dass er auch so lange lebt. Weil ich glaube, wir schaffen das hier. Runde 23. Er ist Game Over gegangen. Ist das schwer? Ist das schwer, Level 4, überhaupt Level 24 zu erreichen, ist schon schwer. Na gut. Jetzt gehen wir da, da. Sparen dann gleich auf 6500. Haben wir da auch nochmal was gegen was Heftigeres. Hauen dann vielleicht noch einen Magier raus und ich warte weiterhin. Er hält sich tapfer, muss man ihn lassen. Er hält sich wirklich gut gerade. Und wir sind drin, wir sind drin. So. Runde 21, der kriegt es gerade gut hin. Wenn ich wahrscheinlich irgendwas losschicken würde, wäre der wahrscheinlich instant überfordert. Oder hat den Klebstoffaffen verbessert. Das kann sein, ne? Dass der einen sehr hohen Klebstoffaffen hat. Aber Runde 22. Er könnte jetzt einen Zom losschicken. Er wird auch nicht überrannt. Er hält sich gerade so, aber er hält sich. Ich würde auch ganz gerne einfach mal einen Zom abwehren, wenn ich das hinkriegen würde. Weil ich weiß nicht, was mein Gegner macht. Der spammt da gerade die Zauberer. Aber komm mal, Runde 24, wir haben's. Kann ich Carbo machen und dann wäre das... Nee, okay. Muss ein DDT sein wahrscheinlich, oder? Ich könnte auch was verkaufen und dann den DDT oder was auch immer das ist losschicken. Ich glaube, der wird das safe nicht abgewehrt kriegen. Aber Runde 23 geht auch lange. Runde 23 geht ja ewig. Okay, was kommt in Runde 24? Ein Zom, ist der gepanzert dann? Branda, ich schick mal einen los. Oh, der kommt von da ganz oben. Ist der gepanzert? Okay, ich... Nee, ist er nicht. Aber wieso kostet er 1000 mehr? Na gut, zeig mal, was du drauf hast. Nein, Dude. Es tut mir leid. Aber du hast dich tapfer geschlagen. So, wenn du keine Stufe 3 Skillung hast, hast du dich echt gut gehalten. Muss man dir lassen. Ich mach jetzt mal den Boost hier. Oh, brauchen wir gar nicht. Der falsche Schütze ist richtig, richtig strong. Oh, mein Einkommen ist auf 0. Das Einkommen geht auf 0, wenn du einen Zom losschickst. Oh, da müssen wir aber auch gewinnen. Du gehst auf 0 Einkommen, aber dann kannst du ja gar nichts mehr machen. Da musst du ja wieder von vorne an. Ich habe jetzt 1 Einkommen. Oh, lol. Ist es auch bei den anderen Zom so gewesen? Überhaupt die Moabs jetzt abzuwehren ist schon gar nicht so leicht, aber es geht klar. Okay. Aber mein Gegner hat verloren. Der Zom ist gar nicht durchgekommen. Oh, wieso lebt der noch? Moment. Ja, das war's jetzt, das war's. Okay. Ja, der Zom hat so viel getankt. War ein bisschen unspektakulär, aber gibt von mir einen GG. Well done. Beide Spieler erhalten dieselben zufälligen Tower. Randa. Das kostet 500. Wenn wir gewinnen, haben wir dann 1000. Wenn wir verlieren, haben wir halt 500 verloren. Denkt das Rechte macht, dass ich Geld krieg für geplatzte Ballons oder sowas?
So sieht es zumindest aus. Und das dritte ist vielleicht einfach, dass meine Affen... Oder ist irgendein... Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Ich weiß es halt nicht. Dein Gegner hat, glaube ich, definitiv weniger losgeschickt als ich. Dafür hat er aber schon den Pionier auf Stufe 3. Können wir am Schaum erkennen. Das habe ich noch nicht. Das könnte er jetzt theoretisch punishen, wenn er es checkt. Ich habe gleich den Schaum oder ich habe hier das... So, okay. Tabelungs ist auch kein Problem. So, wir spammen mal die Gelben noch ein bisschen raus. Wobei, wir sind schon viel weiter. Wir können schon... Oh. Wir können schon die mit den Herzen spammen. Moment. Nevermind. Kann ich ihn überrennen? Kann ich ihn überrennen oder war es jetzt dumm? Das war dumm. Das war tatsächlich dumm. Interessant. Das war tatsächlich sogar richtig dumm. Nee, ich habe gewonnen. Das war klug. Ich bin der klügste Mensch aller Zeiten. Okay, wir haben gewonnen. Ich habe es nur auf dem Schirm gehabt. Ich war nur noch auf mich fokussiert. Aber den Sieg nehmen wir. Let's go. Wir haben jetzt 1700. Das ist ein würdiges Finale. Damit würde ich sagen, Leute. Sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Kann ich irgendwas verbessern? Ich habe jetzt 337 von diesen Dartfallen. Kann ich irgendwas verbessern? Ring des Feuers ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Wenn Ninja ist halt, der kann halt gegen Blei und so hier nicht so viel machen in dieser Version. Deswegen ist der relativ schwach, finde ich. Noch was wir verbessern können? Nope. Gut, dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.